So, hallo meine lieben Freunde, was läuft? Wir spielen hier, wie ihr es jetzt schon gesehen habt, Unravel. Unravel ist einfach mal, also das hier ist jetzt eine Testversion und die gibt es gerade bei Origin, aber ich weiß nicht wie lange, je nachdem wann das Video rauskommt. Und ja, hier kann man halt so das erste Level spielen und insgesamt aber 10 Stunden. Also sprich, man kann das Level sich mal wiederholen, aber halt maximal 10 Stunden. Und ja, was ist Unravel? Unravel ist so ein bisschen, ja, wenn man so sagen kann, so ein Jump-and-Run-Spiel und einfach mal ja, so ein bisschen zum Chillen, so relax, ein bisschen. Wenn man mal nicht so auf Ballern Bock hat, dann ist das eigentlich, glaube ich, mal eine coole Variante. Dieser kleine Wollknäuel, ja, der heißt Jani und ja, wir begleiten ihn halt auf, also Abenteuer, seine Abenteuer. Und ich glaube, wir gehen auf die Spuren von der alten Dame, die man gerade gesehen hat und warum sie alleine ist und sonstiges. Aber wie gesagt, es ist nur eine Testversion. Wir spielen das erste Level und würde sagen, wir gehen erstmal in die Einstellungen. Machen wir mal ein bisschen die Musik leiser. So. An der Steuerung werden wir auch ein bisschen was tun. Aufklettern, runterklettern, springen, schießen, greifen. Gegenstand greifen, anbringen. Okay. In der Grafik kann man nicht so wirklich was einstellen. Also es ist jetzt alles auf hoch eingestellt. Und ja, wie gesagt, ich würde sagen, wir fangen einfach an. Schaut euch das Spiel an und ja, macht euch selber ein kleines Fazit. Ja, ich finde das halt echt irgendwie ganz süß, mal so ein Spiel zu spielen. Also was hat man ja damals nur gespielt. Natürlich nicht so grafisch geil wie das hier jetzt ist, finde ich persönlich. Ach ja, ist der nicht süß? Der ist süß. Der ist richtig süß. Wie er uns anguckt. Ah. Also grafisch muss man sagen, das ist echt gelungen. Zudem, die Hersteller. Hat er jetzt? Kein Garn mehr. Du brauchst mehr Garn. Halte E gedrückt, um das Lasso zu werfen. Machen wir das doch mal. Oh. Ah ja. Jetzt haben wir wieder Garn. Ja, die Entwickler kommen aus Schweden, beziehungsweise ja, Nordschweden. Und ja, die haben das Spiel aus Liebe halt hergestellt. Und das merkt man auch. Die sind nicht auf Profit aus. Die sind. Das merkt man halt. Schon an dem Preis. Ich glaube, momentan kostet zu der Osteraktion oder bei der Osteraktion hat das Spiel, glaube ich, gerade mal um die 15 Euro gekostet oder so. Ich glaube, normal kostet das Spiel um die 25, 30 Euro maximal. Also 30 Euro maximal. Und ja, da sieht man halt, dass die halt echt nicht auf Profit aus sind, sondern einfach ein Spiel aus Liebe hergestellt haben und ja, anderen halt was zurückgeben wollen. Und
Ich finde das eigentlich echt eine coole Sache. Auch hier diese Locations, die man hier im Spiel sieht, sind natürlich inspiriert an Nordschweden, beziehungsweise allgemein Nordskandinavien, würde ich fast sagen. Also nicht nur Schweden, denke ich mal. Also es kann sein, dass es nur Schweden ist, aber ich glaube, dass es halt allgemein so um die Region von Skandinavien halt ist. Also was mir bis jetzt so auffällt, ist, ich glaube, mit einem Controller spielt sich das ein bisschen angenehmer. Ich spiele es gerade auf PC. Und ja, ich finde, mit dem Controller wäre das, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Moment, ich muss kurz mal was einstellen. So. Oh, Alter. Ja, wie gesagt, ich finde halt das mit Controller ist das, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Aber wie gesagt, es macht echt einen guten Eindruck. Und ich glaube, dass bei höheren Leveln, bei weiteren Leveln, auch die Aufgaben echt schwierig wären. Ich glaube, da kommen noch so ein paar knifflige Aufgaben. Und jetzt hier, das ist ja sozusagen ja eher nur so ein Tutorial, wo uns ja noch alles gesagt wird, wie man ja hier sehen kann. Und das war doch ein bisschen zu tief. Ah ja, so kann man sich ein bisschen abseilen. Mal einen neuen Garn. Und zudem ist das ein Checkpoint sozusagen. Muss mal hier machen. Ah ja. Ja, also kann man jetzt hier auch Gegenstände drüber ziehen. Naja. Vielleicht brauchen wir das ja noch später. Schnell raus. Ich glaube, Wasser ist nicht so angenehm für den kleinen Kerl, für den kleinen Jani. Aber warte mal. Äpfel. Ah, wir probieren mal mit den Äpfeln hier eine kleine Brücke zu bauen. Vielleicht geht das ja. Oh. Ja, den mal so weg. Ja, zudem muss ich auch noch sagen, die Spielmechanik, also die, ja, wie jetzt zum Beispiel das Ziehen des Apfels oder sowas, das ist schon auch sehr flüssig. Also es ist, trotz dass man irgendwie so jetzt mit einer Tastatur spielt, ist das wirklich so, kommt das Gefühl so ein bisschen rüber, dass man jetzt wirklich auch was wegschiebt oder wegzieht. Und finde das, nein. Das war echt knapp. Oh, hey, schon wieder. Doch jetzt aber.
Als du stecken bleibst, halte Ende gedrückt, um den Abschnitt erneut zu starten. Also hier werden auf jeden Fall Tasten benötigt, die man so in der Regel kaum benutzt. Zumindest nicht in Spielen, nicht so. Yeah, Ah ja, ne? In den Liegestuhl zurück. Ah, hallo. Ah, ich habe keinen Garn mehr. Wo bekommen wir denn jetzt Garn? Habe ich irgendwas übersehen? Ey, so weit zurück ist das bestimmt nicht. Was ist denn, wenn ich... Ah, da. Mal die Disteln da wegmachen. Schon haben wir wieder neuen Garn. Mit Jani sein großes Abenteuer fortsetzen kann. Aber schon wieder Garn. Das ist echt, echt cool. Was hier jetzt? Ah, hier. Ah, ja. Übelst geiles Dreirad, oder was? Richtig geiles Dreirad ist das. Ah, muss noch weiter schieben. Zack. Hui. Aber der bremst auch irgendwann. Okay. So, da hoch müssen wir jetzt. Schwingen. Schwing in den Wind. Also ich muss echt nochmal dazu erwähnen, also das ist jetzt echt nicht nur ein Kinderspiel oder so. Meine Oma haben wir ein kleines Kind im Baumhaus. Das macht auch so für Erwachsene Spaß, finde ich so. Also, muss ich so jetzt echt sagen. Hier haben wir jetzt noch einen neuen Garn. Und einen neuen Speicherpunkt. Alter, er schlägt uns erstmal voll dieser Würfel. Hier können wir wieder so eine Brücke bauen. Immer den Würfel, den sollten wir direkt mitnehmen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den gleich brauchen. Irgendwo, für irgendwas. Oh, guck mal. Ein Igel. Ja, ich soll wegmachen. Ich guck erstmal. Ich glaube, wir haben schon zufällig das so gemacht, wie wir es machen sollten eigentlich. Ich wollte eigentlich nur gucken, was da jetzt nur noch auf uns zukommt. Aber naja. So, jetzt hier müssen wir wieder schwingen. Hui. Okay, das war mal gar nichts. Okay, dann schwingen wir damit.
Und noch einmal und... Hoppa! Unheimlich. So, mal gucken hier. Hier können wir was festmachen. Oben können wir was festmachen. Ja, da kommen wir nicht hoch. Wir unten lang. Auch nicht. Mal hier. Hier haben wir eine Dose. Teedose. Hier müssen wir, glaube ich, das hier. Festmachen. Da kann man nur eine Brücke bauen. Mir mächtig nach und nach aus. Jetzt leuchtet nämlich auch der Faden. So, dann müssen wir jetzt, glaube ich, hier wieder abmachen. Hier oben festmachen. So klingt das zumindest logisch. Na komm. So, und jetzt hochschieben. Ja gut. Habe ich mich noch voll erschrocken, ey. Und da sind wir im Heuhaufen. Heuhaufen. Laubhaufen. Ui. Heu sieht ein bisschen anders aus. Natürlich Laub. Hat er hier jetzt? Oh, guckt mal. Eine Blume. Das ist nicht schön. Ich glaube, das war es dann schon mit dem ersten Level. Ja, wir hoffen, dass dir die Testversion von Unravel genauso sehr gefallen hat wie uns. Kaufe die Vollversion, um Janis überlebensgroßes Abenteuer fortzusetzen. Deine Fortschritte werden automatisch übertragen. Jetzt kaufen, Spiel verlassen, zurück. Ja, das war die Testversion. Also wie gesagt, das erste Level. Ich weiß gar nicht, wie viel Level es insgesamt gibt in der Vollversion. Da bin ich jetzt echt überfragt. Aber ja, mein Fazit, ich finde das, ich jetzt ohne Scheiß, ich finde das Spiel echt gelungen. Grafisch sowie auch ja von der Mechanik her. Ja, Spielphysik, also finde ich echt cool, auch von der Idee her so. Einfach mal so wieder, einfach so ein chilliges Jump-and-Run-Spiel mit ein bisschen Rätsel lösen. Ich finde das auch cool gemacht, so dass man irgendwann nicht mehr weitergehen kann, weil der Garn ausgegangen ist und dann muss man halt neuen Garn suchen, finden. Und ich denke mal, wenn man so also zu viel irgendwelche Wege lang geht, also mal da drüber und dann wieder drunter und dann wieder drüber und drüber und drüber, dass dann halt der Garn halt echt irgendwann nicht mehr reicht. Und da muss man, glaube ich, auch die kürzesten Wege benutzen und die sinnvollsten Wege natürlich. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Also es fängt auch ein bisschen Grips an. Also, okay, jetzt hier im ersten Level war es jetzt halt nicht so. Es war ja halt ein Tutorial, sag ich mal, also so ein Einführung in das Spiel. Aber ich glaube, dass in höheren Leveln ist das, glaube ich, manchmal, glaube ich, wird das ganz schön haarig dann, denke ich. Ja, dann allgemein, die Grafik sieht echt sehr, sehr gut aus. Da habe ich überhaupt nichts zu sagen. Also das sieht echt top aus für so ein günstiges Spiel. Bei so einer Grafik glaube ich, dass eigentlich wirklich die Arbeit, die dahinter steckt, doch höher sind, als wie das Spiel eigentlich kostet. Also ich weiß es nicht, ne?
Ich habe da keine Ahnung, wie viel Arbeit man in so ein Spiel jetzt reinstecken muss. Aber es ist auf jeden Fall grafisch top. Sound, gut. Man hat so ein bisschen den Wind gehört und sowas. Die Musik, okay. Ich würde es, glaube ich, ich persönlich würde es so nach 2 Stunden, also wenn ich das Spiel jetzt 2 Stunden spielen würde, würde ich die Musik ausmachen und eigene Musik anmachen oder komplett Musik raus. Aber dann ist es, glaube ich, ein bisschen zu leise. Weil dieses Gedudel würde mir nach einer Zeit extrem auf den Sack gehen. Meine Meinung. Dann halt Spielmechanik, fand ich halt echt gelungen. Es fühlte sich sehr gut an. Tastatur spielen, ja, jetzt ging's noch. Also ich habe jetzt ungefähr so 20 Minuten gespielt. Ging's, aber ich glaube so auch nach einer Stunde oder so kriegt man echt einen Krampf. Und da ist es, glaube ich, mit dem Controller ein bisschen angenehmer, dieses Spiel zu spielen. Ja, gerade weil man dann immer halt, wenn man das Lasso wirft, die Taste halten muss und dann eine andere Taste drücken und da und hier. Und wenn man jetzt einen Gegenstand wegzieht, dann muss man F gedrückt halten und dann A oder D drücken, um jeweils in die Richtung noch zu gehen. Aber da kriegt man schon ein bisschen Fingerkrampf. Aber gut, man kann die sich ja auch anders legen, dass man mit der linken Hand, keine Ahnung, die Aktionstasten betätigt und dann halt über die Pfeiltasten, so ist es glaube ich auch eingestellt von den Standardeinstellungen, dann über die Pfeiltasten links und rechts hoch und runter geht halt. Das mag auch noch gehen. Irgendwas vergessen? Nö, glaube nicht. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein kleiner Einblick in Unravel. Mir hat es Spaß gemacht. Wenn euch dieses Video auf jeden Fall gefallen hat, dann liken, teilen. Empfehlen, bla 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 bla. Ihr kennt das Ganze. Ich würde mich darüber freuen. Ihr würdet mich damit unterstützen. Und als letztes noch zu sagen, ich kriege kein Geld dafür, dass ich das jetzt sage. Das Spiel macht Bock. Wenn euch dieses Video, also wenn euch dieser erste Eindruck gefallen hat, dann kauft es. Also es kostet echt nicht viel. Und ich glaube, ich werde es mir holen. Einfach so, wenn man mal nicht so Bock hat auf Ballern, dann dieses Spiel. Dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.